So, willkommen zurück zu ESL ThinkFast Razor League, den Playoffs im Viertelfinale zwischen Northern Lions und Valhalla. Spiel 2, nachdem Northern Lions doch sehr schön ihr Spiel durchgespielt haben mit einem schönen Brewmaster und einem schönen Jakiro Offlane. Wenn wir jetzt sehen, was Valhalla da noch entgegenzusetzen hat oder ob Northern Lions hier das zweite Spiel des Best of Twos durchziehen kann. Wir sind gespannt, ich bin gespannt und mal schauen, ob hier Phoenix oder Broodmother dieses Mal durchkommen wird. Das ist die Frage aller Fragen. Der Death Prophet Bann, ja. Phoenix Bann, nein, nein, keine Broodmaster, keine Broodmother. Please, please, please give Broodmother. Give. Na gut, mal sehen. Oh. Wow. Na gut, dann eben nicht. Aber ich weiß nicht. Playoffs, Viertelfinale ist. Also, ja, für Northern Lions wäre es tatsächlich eventuell hier an der Zeit, das Ding auszupacken oder es halt durchzulassen. Spiritbreaker-Bun, okay. Ja, Spiritbreaker-Bun. Von daher ist hier die Möglichkeit, Viper Brewmaster oder Razor zu gehen. Oder ein Ogre. Ja, natürlich auch die Möglichkeit. Ogre hat eben ganz gut funktioniert, auch wenn er zweimal leider den Teamfight in. Also einmal dem Teamfight in eine nicht so ganz gute... ja, ist halt einmal reingelaufen. Hat damit die Initiation dem Gegner gegeben und den Teamfight verloren. Ein relativ entscheidender Teamfight. Aber an sich, Ogre hat gut funktioniert für Valhalla und könnte hier durchaus der First Pick werden. Letztes Mal waren es Skyrath Mage und Doom. Doom hat auf jeden Fall sehr gut funktioniert, aber auch nur wegen dem Brewmaster. Von daher, klar, Brewmaster First Pick wird natürlich gebannt... Kontert von Skyrath Mage und hier von vom Doom. Dementsprechend zwei Konter direkt gepickt, aber vielleicht ein paar zu viele. Gehen hier aber erstmal mit der Viper, nicht so einfach konterbar. Und Northern Lions packen wir den Brewmaster Skyrath Mage aus, von daher ist hier nur noch Doom übrig, um den Brewmaster zu bannen, zu kontern. Und ich habe das dumpfe Gefühl, dass Valhalla hier den auch picken wird. Einfach, weil sie einen Konter gegen den Brewmaster brauchen. Unbedingt. Ist auch richtig so. Und es ist halt auch der Grund, warum der Skyrath Mage gepickt wurde. Um diesen relativ starken Brewmaster-Konter da doch einfach rauszuholen. Ah, mal schauen, ob Valhalla hier mit dem Doom geht. Oder ob sie vielleicht erstmal einen Support picken. Ogre Jakiro. Durchaus Möglichkeiten vorhanden. Skyrath Mage oder Venge ist relativ even, aber naja, gehen hier mit dem Doom. Skyrath Mage oder Venge, von daher Northern Lions hier nur wenig Variationen im Lineup von eben. Klar, Winning Strategy ist Winning Strategy. Warum nicht? Aber mal schauen, ob Northern Lions hier für ähnliche Plays geht wie im letzten Mal. Oder ob sie jetzt hoffen, dass Valhalla die Strat vom letzten Mal bannt. Und Northern Lions die Strat vom letzten Mal, die im letzten Mal gebannt wurde, jetzt pickt. Kann natürlich sein. Auf jeden Fall glaube ich, dass Northern Lions ähnlich hier spielen werden. Und auch eine ähnliche Strategie auspacken. Weil, ja, Viper ist halt ähnlich wie Necro im letzten Spiel. Doom ist halt vorhanden. Da werden sie halt einfach gucken, okay, wenn sie aus dem letzten Spiel nichts gelernt haben, dann picken wir einfach nochmal dasselbe. Weil halt müssen jetzt aufpassen, dass sie vielleicht nicht zu viel aus dem letzten Spiel bannen, weil sie dann halt mit offensichtlicheren Kombos überrollt werden. Ich kann jetzt nicht direkt sagen, was für Kombos. Aber, ich meine, die Bans im letzten Spiel hatten durchaus ihre Berechtigung. Deshalb sollten die auf gar keinen Fall fehlen. Das waren unter anderem, naja, Void war's, aber von Northern Lions. Wird man halt auch schauen. Razor wurde halt auch noch gebannt von Valhalla. Mal schauen, ob sie hier mit einem Razor-Bann gehen, denn First Pick ist die Next für Northern Lions. Andererseits kann man den Razor eigentlich auch durchlassen, denn Brewmaster wird ziemlich sicher die Mitte übernehmen. Und dann ist vielleicht eher ein Center oder sowas, was sie hier dann rauswerfen sollten. Der auf der Offlane noch ziemlich stark sein könnte. Besonders gegen Doom Viper ist ein Center. Ein Centaur ist quasi der Konter gegen Viper und teilweise auch gegen Doom. Und daher glaube ich, ist es hier ein Fehler, den nicht zu bannen. Ich glaube, Northern Lions werden den instant picken. Wenn sie den in den Hero-Kasten gefunden haben. Aber es ist tatsächlich der Jakiro, der hier gepickt wird. Vielleicht werden sie auch denken, dass Valhalla den halt auch einfach nicht. Also, dass den Centaur nicht picken werden. Und deshalb hoffen, vielleicht in dem nächsten Pick zu bekommen. Auf jeden Fall, wie ich das bisher hier sehe, gegen Viper und gegen Doom, Centaur, Warrunner, auf jeden Fall ein starker Counter-Hero. Auch bei Jakiro, Skyrath Mage
Und Brewmaster sind halt auch alles Helden ohne Escape. Haben schon Initiation mit Brewmaster und Jakiro, aber halt auch kein Escape. Dementsprechend könnte ich mir nichts Besseres vorstellen, außer ein Center Warrunner. Es sei denn natürlich Northern Lions Bullen wieder in Jakiro Offlane stellen. Und haben dann quasi schon ihren Offlaner. Werden wir aber sehen. Stimmt, das ist prinzipiell ihre Entscheidung. Wenn sie Jakiro Offlane oder... Und picken sie einen Ogre oder holen sie einen Centaur Warren und nehmen Jakiros Support. Weil Jakiro als Support natürlich wesentlich weniger Damage raushaut und keine Initiation bietet in Form eines schnellen Oils. Ja, nächstes Spiel wird dann mit Co-Castern werden. Irgendwie war das alles so ein Flow. Warum vergesse ich immer Leute? Das ist schlimm. Sorry, Ronny. Nächstes Spiel. Center Warner kommt. Ogre wird vernachlässigt. Wird vielleicht von Valhalla gepickt. Sollte von Valhalla gepickt werden. Glaube ich, ist ziemlich passend für die Lineup. Tja. Center Warner, Jakiro, sehr, sehr scary. Also das könnte tatsächlich... Ancient Apparition ist Food. So. Doom... Ja, wenn er Doom rausbekommt, okay. Wenn er drauf initiated wird, ist halt auch Food. Viper hält halt aus. Die Frage ist halt, ob der Damage nach 15 Minuten reicht. Ob er sufficient ist. Keine Ahnung. Wenn Ogre gepickt wird, haben sie zumindest Möglichkeiten, hier ein bisschen Sustain und Damage zu haben. Ansonsten, wenn sie jetzt hier noch einen Squishy Support picken, glaube ich nicht, dass es so eine gute Idee ist. Naja. Ogre wäre hier schon für Valhalla, glaube ich. Best Pick. Aber erstmal ein Wraith King. Kann er auch zur Not als Support spielen. Tja, Northern Lions werden jetzt hier noch einen Carry brauchen. Ich habe das dumme Gefühl, dass Valhalla hier den Sladder bannen wird. Und dann schauen wir mal, was wir bei den North Alliance ansonsten so picken. Könnten aber hier auch eine Luna sehen oder könnten halt auch einfach eine Sladder-Kopie spielen. Könnten Center einfach carryen und dann halt so eine Sladder-Kopie schon gepickt haben. Aber bietet natürlich andere Fähigkeiten der Center Warner als der Sladder. Kann nicht so einfach rushen. Ich werde den Slug gebannt und ich habe das dumme Gefühl, dass den Sladder wiederkommt. Ein bisschen langweilig, aber es ist halt auch... Es würde ziemlich gut funktionieren. Mal schauen, ob Northern Lions hier eine 1-zu-1-Kopie ihres Drafts spielen. Oder doch ein bisschen aufsplitten. Und besonders halt mit dem Venomancer. Da habe ich das dumpfe Gefühl, dass hier durchaus noch ein Blinkheld kommen könnte, wenn der Veno gebannt wurde. Wegen den Wards, die doch durchaus gerne mal Blinks verhindern. Vielleicht entscheiden sie es hier, okay. Ja, sollen wir so cheesy spielen? Wirklich? Ah, ich bin nicht sicher. Mal schauen, für was sie sich entscheiden. Ob sie Käse mögen. Oder vielleicht doch eher was anderes spielen. So könnten ja durchaus ein... Oh, und ein Lycan wird es tatsächlich. Okay. Bisschen mehr auf Push. Aber sie haben natürlich auch... Ja... Genug Helden zur Initiation, muss man halt sagen. Centaur Warner, Brewmaster, Centaur prinzipiell zwei Initiations. Sorgt doch dafür, dass Jakiro auch ohne ein Oils rankommt. Tja, und eine Quop als letzter Pick von Valhalla. Quop, Quop, Quop. Quop, Quop, Quop. Guter Damage, damit wird wohl eine... Ja, der... Support Wraith King, Viper auf Viper Safe Lane Carry. Mal gespannt. Frankenstein supported, ja, Halfport supported auch. Q14 Offlane, SG dann, ja, SG Carry und Paradox Quop Mitte. Und ja, Northern Lions spielen das wohl so, wie es halt im letzten Spiel auch schon war und wie es halt auch
Wie man es halt auch vermuten würde mit einem Center Offlane, Like and Safe Lane und Brewmaster Mitte. Und die erste Pause, da ist wohl jemand AFK. Kommt vor. Nicht so schlimm. So, jetzt gepickt. Jetzt wird der Gogo wahrscheinlich gemacht und dann sind wir ready. Ja, ich hab's eigentlich schon gesagt. Upward Frankenstein supporten das Ganze. Paradox in der Mitte auf der Quop. Q14, Q14 auf dem Doom. Auf der Offlane und SG Viper Carry. Auf der Seite für Northern Lions haben wir Sixnet auf dem Center Offlane. Zähler auf dem Lycan, der das Ganze carryen wird, beziehungsweise pushen wird. Les Lava Mornymph auf dem Jakiro, zusammen mit Evasion auf dem Scareth Mage und zuletzt Phantom XP in der Mitte mal wieder auf dem Brewmaster. Und ich glaube, wenn er weiterhin so viel Space bekommt in der Mitte, auch wenn es dieses Mal eine Quop ist, die eigentlich doch ähnlich. Ja gut, die ist zumindest nicht so anfällig gegenüber dem Ulti. Aber tja, ist dafür ein bisschen mehr Squishier als natürlich der Dingens Necrophos. Nachdenken wir beim Reden. Na gut. Go when Ray. Na gut. Dann schauen wir mal, ob hier ein First Blood dieses Mal wieder passieren wird. Ich glaube es aber ehrlich gesagt nicht. Go when ready, K. Okay, dementsprechend liegt es noch in Northern Lines. Und die Pinks kommen nach unten schon aus. Dass sie da vielleicht dieses Mal. Na gut, dieses Mal ist eine andere Position. Wird man sehen, ob sie da wieder in den Smoking reinlaufen. Aber wir werden sehen. Die Initiation für Northern Lions ist relativ okay vorhanden. Ein Slow vom Scareth Mage und dann ein Ice Path könnte man hier skillen, um ranzukommen für den Hoofstomp. Und das Ganze mit einem Hole verbunden ist relativ strong. Valhalla sieht das Minus dann eigentlich nur so aus, dass sie nur einen Wraith King Stun haben, aber dafür die Viper halt zum Follow-Uppen, dass sie, wenn sie jemanden finden, wenn ich mehr entkommen kann. Aber trotzdem scheint das kein Instant Run werden. Aber Boots first auf der Viper. Das sieht zumindest so aus, als wollen sie da was. Allerdings sind Northern Lions hier ready. Ward's genau zur richtigen Zeit gestellt. Ein bisschen später und sie hätten ihn gesehen. Aber Standoff. 30 seconds to battle. Ja, komplettes Standoff. Niemand bewegt sich. Alle warten auf die Rune. Soll ich den Zeitpunkt losgehen? Ja. Sixnet ist ein bisschen langsam. Kommt auch zu spät tatsächlich. Bisschen zu spät losgegangen. Boom kommt auf die Rune. Und es ist eine Aggressive Offlane. Eine Aggressive Drylane. Ja, von Valhalla. Klar. Wraith King. Ancient Apparition. Und zuletzt eine Viper. Ist natürlich sehr, sehr starke Offlane. Muss man schon sagen. Und mit der Invis-Rune kann man schön das Camp blocken. Schön scouten. Und sie finden hier. Oh, sie finden hier Evasion eventuell, der hier viel zu weit vorne ist. Aber sie haben die Wards, um zumindest zu sehen, dass sie hier eventuell kommen könnten. Viper ist hier. Camp ist geblockt von einer Invis-Viper. Und ja, finden hier. Finden die Viper hier mit dem Ward. Aber beide Teams haben jetzt, oder zumindest Northern Lions haben mit dem Ward, es steht zum Glück für sie außerhalb der Range. Auch der Ward hier blockt eventuell, vielleicht nicht so eine gute Idee. Aber naja, die Trident wird wahrscheinlich oben am meisten Action bieten. In der Mitte, ja, in der Mitte Paradox gegen Phantom XP und auf der Bottom Lane. Zwei Nahkämpfer, muss man mal oben auf die Bars gucken. Um nichts zu verpassen, ansonsten sollte da aber nicht so schnell was passieren. Und ja, es kann halt hier auf der Bottomlane gut sein, dass Center aber ein bisschen die Nase vorne hat, aber Doom durch seinen Devourer halt equal sein wird.
Außerdem töten wird der Centaur wohl den Doom erstmal nicht, weil er doch viel Regen hat. Und ja, Scorched Earth. In der Mitte sieht das halt ähnlich aus. Brewmaster ist tanky und relativ mit dem Evasion relativ gut dabei. Aber ja, Corpus Squishy könnte daher ein Problem bekommen, wenn sie vielleicht out of Mana für einen Blink ist oder sowas. Möglichkeiten sind natürlich da, um gekillt zu werden, sollte aber erstmal nichts passieren. Aber trotzdem, Quop zieht hier ein bisschen, scheint die Mitte-Lane erstmal so ein bisschen zu gewinnen. Hat natürlich auch die Möglichkeiten hier, den Panda raus zu harassen, hat jetzt seine Bottle. Und wird eine Regen-Rune bekommen. Was natürlich auch super ist dafür. Tja, Frankenstein wird hier angepinkt, aber ich glaube, das ja, war nicht daher. Aber die Wölfe scout natürlich auch ein bisschen. Sollten hier, ja, schön geresummt, dass da auch kein Gold im Gegner gegeben wird. Aber Jackie wird hier gefunden und das sieht relativ... Na gut, okay, Jackie wird hier gefunden, sage ich schon gerade. Jackie findet hier einen Wraith King, der mit einem Stun an ihm vorbeilaufen könnte. Evasion muss man jetzt hier doch aufpassen, sollte vielleicht aus dem Weg gehen. Was? Er bleibt tatsächlich hier, okay. Damit wird das First Blood sein. Das war viel zu greedy. Hätte einfach so einen Bolt werfen können und weglaufen können. Das wäre vollkommen okay gewesen. Aber so gibt er tatsächlich das First Blood her. Und obwohl Northern Lights es sehr gut hier gespielt haben, haben sie hier doch den Kürzeren gezogen. Da hat Evasion Evasion overextended. Ja, 1-1. Brewmaster hat hier seine Regen-Rune. Atz, haut erstmal ein bisschen die Quop kaputt. Ha, lässt sich jedoch relativ weit runter harrissen, bevor er doch nicht rausblinkt. Aber klar, 60 Mana ist halt für den Blink doch relativ teuer, muss man dazu sagen. Ja, 4 Minuten gespielt. Bisher noch nicht so viel passiert. Die Kurve geht runter zu Northern Lines. Denn der Farm ist doch auf dem Centaur wesentlich weiter vorne. Ah, und ganz knapp daneben auf Cold, um doch noch den einen Schuss zu ziehen und die Boots zu invalidieren. Aber Gank auf der Bottomlane. Brewmaster kommt vorbei. Und kein Ward für Q14, der das sehen könnte. Die Frage ist halt, wie sie sich jetzt spielen. Ob es passt, erstmal zeigen. Toplane wird hier jetzt erstmal ein Wraith King, der die Leute hier findet. Und tatsächlich ein Surround auf für die Ancient Abrition. Das ist bitter, aber ja, Jakiro sollte vielleicht doch abhauen, bevor er stirbt. Unnötigerweise. Aber ich glaube, das wird unvermeidbar sein. Wirft nochmal den letzten Bolt, aber die Viper holt ihn dafür. Aber, ah, der Surround wäre hier möglich gewesen. Auf der anderen Seite ist der Gank successful für Brewmaster. Ja, aber ich denke mal, die Viper hätten sie noch bekommen können, wenn sie den Surround richtig hinbekommen hätten. War in dem Sinne hier und haben es aber zu spät gemerkt, dass sie sich hierhin positionieren könnten, um die Viper da einzusperren. Nichtsdestotrotz, gute Kills für Northern Lines hier. Die 2 Kills holen. Auch schön angetäuscht natürlich von Phantom XP. Mit dem Phantom, seinen Illus, der eine Illu hier hinzuschicken. Um halt den Gank nicht so ganz offensichtlich zu machen. Ja. Quop hat erstmal okay Mana. Von daher wird wahrscheinlich Phantom XP hier warten und hoffen, dass overextended wird. Und dass nicht genug Mana ist für einen Blink. Und dann halt einfach draufjumpen und ja, drauf machen, Ulti und killen. Center Warner musste zurück wegen dem Mana. Ist aber auch relativ gut am Farmen. Top of the board. Hat hier allen Farmen der Welt. Und wird deshalb wahrscheinlich auch einen relativ frühen Blinkdagger hier vorzeigen können. Knife Pain muss hier abhauen, hat eine Double Damage Rune bekommen, aber durch die Wölfe hat schon den ersten Bottle Charge verhauen. Und noch mit dem Howl müsste hier abhauen, aber da ist Wraith King, der natürlich erstmal gegen so einen tanky Jakiro nichts tun kann. Aber Stampede wird benutzt, wahrscheinlich auch, um hier in die Viper ranzukommen. Die Frage ist halt, ob es reicht, und es sieht nicht danach aus. Aber Viper turnt und wird hier mit diesem Bolt ihr Leben abgeben. Die Frage ist halt, Return.
Oh, in Range. Und es brockt tatsächlich gerade noch. Wow, was ist das für eine Range? Richtig knapp. Aber ich glaube nicht, dass es reicht. Kein Mana mehr. Und das weiß auch Zayda. Und das wissen Northern Lions und Turn hier. Aber ist zu schnell mit Boots First. Als dass sie da was bekommen. Aber richtig stark. Und Viper kann jetzt natürlich hier daheim sein. Invasion hat richtig gesehen. Okay. Muss die TP'en. Und damit passiert hier erstmal nichts. Aber King of Pain kriegt hier einen Jakiro, der so ein bisschen Phantomex PXP gebabysittet hat. Aber das Ganze dabei selber drauf gegangen ist. 1700 Gold für Centaur. Was war denn hier eigentlich? XP pro Minute, Gold pro Minute. GPM vom Centaur bei 360, von daher werden wir wohl hier einen 9 Minuten Blinkdagger sehen. Nicht schlecht. Und jetzt wird die Queen of Pain angegangen. Hat ja auch keinen Mana zum Blinken, jetzt Stick Charges, reicht wieder. Da hätte definitiv einen Primus Split nötig. Also wäre nötig gewesen. Na gut. War ein bisschen zu greedy. Haben den Kill nicht bekommen und war auch nicht sicher, ob der Primus Split rechtzeitig gewesen wäre, um das dann rauszuwerfen. Wahrscheinlich schon. Aber eventuell hätte er auch einfach einen Primus Split direkt hier mit einem Cyclone, sodass der Earth Pandler hier vorgehen könnte, um dann die blinkende Quop aufzuhalten. Aber die Quop hätte auch einfach in eine andere Richtung blinken können. Hätte, hätte, Fahrradkette. Centaur kriegt tatsächlich den Doom hier an. Die XP ist, der Slow ist dann da. Wo sind die TPs? Ein TP ist hier, viel zu weit hinten. Und Centaur wurde knapp vor dem Blink. Das ist bitter. Deny ist nicht da. Da ist Evasion definitiv zu weit hinten gegangen. Kann hier sogar noch hoch botteln und kommt hier weg. Doom ist allerdings jetzt low. Jakiro geht in der Mitte durch die Viper down. Dieses Arcane Bolt wird den Kill für den Doom machen, aber ein wichtiger Kill. Klar, Doom ist auch was wert. Aber der Center Warner, 50 Gold knapp vor seinem Blinkdinger. Ein wichtiger Kill. Und auch sehr bitter, dass hier das DP so weit off-target kam. Da wäre vielleicht mehr möglich gewesen, wenn das DP am T2 Tower passiert wäre. Somit wahrscheinlich mal eine Minute verzögert. Oder mehr. Ja, wir haben eine halbe Minute verzögert gewesen, aber den Last jetzt verkackt, von daher um eine Minute. Ja. Wraith King versucht vielleicht noch ein bisschen was zu geben. Oder halt irgendwie zu initiaten, aber mit einer Blink-Dodge von dem Stun. Aber nicht rechtzeitig hingekommen. Wenn der Sinister gewesen wäre, dann hätten wir bestimmt hier einen Go gemacht. Aber, da hätte man vielleicht vorher blinken können. Und jetzt kommt der Split off Target. Kopf ist da schon weg. Versucht hier noch den Wraith King zu bekommen, aber weiß ich nicht, ob das so sinnvoll ist. Panda ist hier weit, versucht halt noch den Kill zu bekommen. Kriegt hier den Kill und kann wegblinken. Nee. Kann nicht wegblinken. Und deshalb blinkt er nicht weg, sondern Center One ist rechtzeitig damit mit der Stampede da, um dann noch den Kill auf den Wraith King zu holen. Zwei Supports für die Quop. Aber die Quop kam weg durch ein bisschen Missplay. Jakiro wird hier ein drittes Mal wohl down gehen. Splitter kauft sich noch ein TB. Aber geht dann down. 6 zu 9. Ist der Score. Aber Blinkdagger, beide Blinkdagger sind jetzt wieder online. Und das wird die Zeit, wo Northern Lions Space createn können für den Lycan. Der natürlich auf dem Weg zum Vladis ist, aber noch nicht ganz so weit ist. Und wenn ich nicht mehr hingucke, Centaur Scarlet Mage. Bekannte und berüchtigte Combo. Stomp Astral holt die Quop dann tatsächlich down. Mit dem Silence ist dann natürlich auch kein Entkommen. Und eine Double Edge und sowas. Blink, ja. Das wäre beinahe ein Kill gewesen.
wenn der Doom ein bisschen mehr Range auf den Doom gehabt hätte oder ein bisschen schneller geschaltet hat. Ich glaube, da wäre eine Möglichkeit gewesen, den Doom rauszuholen und dann wäre das ein direkter Kill gewesen. Weil, ja, Phantom XP da wohl ein bisschen greedy war. Hätte definitiv knapp über eine Sekunde früher blinken können. Sobald der Prinz mir das TV gesehen hatte, hätte er das sehen sollen. Aber jetzt bin ich echt nur auf die Viper. Alles ist draußen und es reicht auch. Xenon versucht hier noch einen Kill zu bekommen, aber sollte sich definitiv zurückziehen, denn Sonic Wave ist jetzt vorhanden und könnte hier... Oh, richtig schön abgehauen. Aber off-target. Xenon geht hier wieder rein. Greedy, aber zahlt sich aus. Kriegen hier doch noch die Quop. Ein bisschen weit dive dafür. Bait. Natürlich. Aber der erste Tower ist natürlich von Lannis da. Aber versuchen jetzt hier Valhalla zu turnen. Mit dem zweiten Tower. Aber schöner Turn von Phantom XP. Der hier wohl den Doom bekommt. Borderhoss nicht on range. Und somit kriegen sie Halfbot und Frankenstein wahrscheinlich. Frankenstein hat aber sein Ulti. Von daher wird er erstmal... nicht gegoat. Aber immer noch gar keine TPs von Lannis, die natürlich auch noch lange nicht ready sind. Schöne Evades hier vom Phantom XP, das Schlimmste einfach durch seine Evasion holt. Six in der TP rein, in die nächsten TPs. Ja, Evasion kann gleich TPen, aber zu spät. Nächste TPs rein, ein einzelnes TP vom Scarlet-Match, das könnte sehr, sehr schnell schlecht sein. Ah, TP kommt gerade so raus vom Frankenstein, aber Viper. Ja, vielleicht ein bisschen spät. Heuer kommt da raus. Und die Zeit nutzt natürlich Lycan, um erstmal sich in Roshan zu snacken. Howl ist draußen. Könnte natürlich im Wald sein, aber ich glaube, da könnten sich schon denken, wo das Howl herkommt. Aber Ancient Abrition ist low. Viper ist down. Doom ist jetzt auch noch down gewesen. Das können sie nicht contesten. Und Roshan ist auch schon halb down. Lycan mit einem Medaillon. Frühen Medaillon ist natürlich auch sehr, sehr stark dafür. Um schnell den Lycan down zu, schnell den großen Roshan down zu bekommen. Ist hier doch noch ein bisschen am Struggeln, aber mit einem Resum von den Wölfen ist das Ganze dann auch kein Problem. Hier wird mal wieder angegangen, aber ein Turn hier von dem Brewmaster, der wieder mal die Quop nicht down bekommt, weil er zögert und greedy ist. Krass. Da kann sich die definitiv. Ja. Kann sich Paradox bei Phantom XP bedanken, dass er ihn da leben hat lassen. Kleinigkeiten und Fehler, aber besonders halt so ein Quap-Kill ist halt schon einiges wert. Mal sehen, ob es vielleicht zu Schwierigkeiten führt im späteren Spiel. Aber 15 zu 7 für Northern Lions. Es ist schon relativ weit voraus, allerdings nicht zu weit, muss man auch sagen. Grafen sprechen da eine Sprache, die für 15 Minuten noch okay ist. Ja, hinten. Aber okay. Besonders mit auch mit zwei Towern ist es halt auch einiges. Disconnect von Paradox vielleicht. Oder zumindest haben, weil halt ein paar Probleme. Und die sollten auf gar keinen Fall auftreten, denn jetzt wird hier ein wichtiger Fight stattfinden. Wo Valhalla ihren Tower verteidigen müssen. Und Northern Lions, ja, nicht aufwechseln sollen. Split ist da, aber Doom ist halt auch da. Und daher müssen sie jetzt hier gucken. Lycan hat kein Shapeshift. Ich weiß nicht, ob Valhalla das sieht. Und dementsprechend das Doom-Target richtig setzen. Aber auch noch Evasion ist da. Um eventuell einen Silence zu machen, um Phantom XP zu erlauben, hier zu splitten. Aber muss man sehen. Auch ein Orchid auf der Quop ist ein wichtiges Item. Dauert noch ein bisschen. Und zwar einiges. Kein Gold vorhanden, Power Threads, der erste Stick, ja. Das sind noch knapp 2k Gold. Das ist noch einiges. Einiges an Zeit, wahrscheinlich alle T2 fallen zu lassen. Denn jetzt ist die Zeit des Lycans gekommen. Wird auch bald schon sein Geld zusammen haben für das erste Negro. Was natürlich noch nichts bringt. Aber ab dem zweiten und dritten Level wird es dann sehr, sehr scary. Und besonders wenn hier Lycan noch ein paar Waves abräumt vor den Towern, kann das sehr schwierig werden hier.
Boah. Naja, sollten Northern Lions hier gewinnen. Weiß nicht, bei Ogorki scheint es so zu sein, dass Ogorkis Spiel 1 schon von Ogorki gewonnen wurde. Also das Game hier Ogorki gegen Swaggy Dudes. Sieht schon voraus aus, von daher könnten Northern Lions hier gegen Ogorki das nächste Spiel spielen. Aber Best of 3, noch ist nichts verloren. Wir sehen hier die Last Hits. Okay, aber Net Worth ist doch schon, spricht schon eine deutlichere Sprache. Wo denn Northern Lions hier stehen. Auch die Supports sind Ticken weiter voraus den anderen Supports. Beziehungsweise Ancient Liberation ist einfach nur richtig, richtig arm. Und das bei einem Hero, der item-dependent auf das Agas ist. Ist natürlich nicht so toll. Aber Streaks sind hier relativ viele im Play, glaube ich. Brewmaster hat eine Vierer, Lycan hat eine Vierer. Wenn sie jetzt hier den Fight initiaten könnten, im schönen Doom, und hier ein, zwei Helden bekommen könnten, besonders bei Lycan, der hat keine Ulti hat. Aber, naja, aber auch, ja, Northern Lions sind relativ weit hinten. Der Kiro wird nicht am Fight teilnehmen können. Stampede ist auf Cooldown, ist on Cooldown und Centaur ist nicht da. Naja, je nachdem, wie viel die Supports hier reinkommen, wie die Viper von hinten rankommen könnte und wie Ancient Liberation da ist. Ja, wenn sie den Fight gewinnen, sind sie auf jeden Fall wieder im Spiel. Ist doch einiges Gold, was hier rumliegt. Aber ich schätze mal, dass es relativ schwierig wird, hier zu initiaten. Ohne dass Brewmaster splittet. Oder dass sie hier rauskommen. Andererseits, Northern Lions sollten hier auch nicht overextenden. Denn es steht 3 zu 5 gerade. Also im Player gegenüber stehen. Okay, ja gut. Na kurz auf Klo gegangen. Nature's Call. Was? Er muss Streens aus seinem Hintern. Also er muss Streens aus seinem Hintern gucken. Ja, Wrath of Nature. Summon Trees of his ass. Oh Mann. Montezumas Revenge. Ping von 400, way. Ja, toll. Aber naja. Ja, irgendwie die Nachbarin, glaube ich, die das Internet mitbenutzt, hat irgendwie ein komisches Smartphone, was den kompletten Upload auslastet. Und da ich mir so eine Plaste-Route habe von Alice hier, kann ich das irgendwie nicht so ganz verhindern. Außer indem ich das WLAN ausschalte. Was halt so die Nuke ist unter den Waffen. Nein, ich muss jetzt Dota spielen, ich habe jetzt keine Zeit für 500er Pings. WLAN aus, Kabel rein, Dota. Aber jetzt habe ich wieder 300er Pings, mal schauen, ob es spürbar hier ist. Wenn ich kann jemand das WLAN ausmachen. Tja, also, ja, Disengage von Northern Lions, die sich überlegt haben, dass sie da vielleicht doch nicht rein wollen. Weil halt einen nutzen das, um halt weiter zu farmen. Um vielleicht ein bisschen was zu bekommen. Frankenstein merkt jedoch relativ eindeutig, dass sie da Würfe im Spiel sind. Aber Northern Lions lassen sich nicht lumpen und gehen einfach zum nächsten Tower. Denn das ist halt nun mal das, was man mit einem Vorteil von, ja, einiges an Gold machen kann. Lycan wird hier gefunden, aber ja, Valhalla haben halt auch einfach nicht die Zeit, den zu bursten, denn das gesamte gegnerische Team ist halt irgendwie dahinter umherrollen. Und somit, Selas Aegis lebt noch für 4 Minuten. Okay, ja, 3 Minuten. Was genügend Zeit ist, um noch einige T2s einzurennen. Doom hat sich hier gezeigt, das ist bitter und da könnte er eventuell initiated werden. Nein. Da haben Northern Lions nicht schnell genug geschaltet. Er hätte durchaus hier in Center Warren auf seinen Kopf springen können. Ja, Marco Bayer, um die Creeper zu klären. Sind auf dem Timer, aber ein Schnäppchen ist Level 6. Erster Eisblast kommt rein. Doom, ah, das ist zu früh initiated hier.
Und Sailor sollte vielleicht hier nicht hören, wenn er seine Aegis dann bald hat. Aber versuchen jetzt zu disengagen oder halt auch nicht. Und das ist halt so die Frage, kriegen ihn tatsächlich rechtzeitig downgeburstet. Ice Path ist nicht rechtzeitig da und jetzt geben sie doch einfach so da Kohle ab. Celebration ist dann halt noch down gegangen im Brew, aber whoops, Viper sollte vielleicht hier nicht mit dem Leben bezahlen. Invasion geht down, aber nimmt die Viper noch mit. Die Wölfe sorgen dafür. Paradox kann hier einfach rausstippieren. Der Rest ist halt auch noch da. Unstoppable für den Brewmaster, den Doom also noch holt. Oft an der Hinterhand. Split is used. Die Quap ist natürlich weg. Aber drei, zwei Cores down. Und Northern Lines können hier jetzt einfach weiter pushen. Und das sollte, könnte jeder T2 werden, je nachdem wie die Defense aussieht. Ob sie noch eine Wave überleben können. Denn wahrscheinlich wird Viper vorne rein springen. Sailor fängt sich hier aber den Ice Blast. Wird direkt genutzt als Initiation. Und treibt Northern Lines hier zurück. Ein Blink. Vielleicht sollte jemand nicht turnen. Denn Frankenstein hat sein Ulti und wird wahrscheinlich Evasion hier mitnehmen. Stun ist raus. Wir wollen hier auf jeden Fall nicht fighten. Du machst das und da geht er mal wieder rein. Wir wollen hier auf jeden Fall die Ancient Bridge noch down bekommen, die sich hier opfert, um Evasion da zu killen. Jetzt sind sie ein bisschen auf der Hinterhand, aber haben nicht so viel. Außer einen Center One, der böse ist. Und Stun im wunderschönen Moment wiedergekommen. Und clean hier tatsächlich einen 4:1. Und den T2 dadurch. Das hatte ich so nicht erwartet. Da Northern Lines. Naja. Sie hatten nur noch einen Centaur. Prinzipiell. Haben ihn aber super genutzt, um dann doch zu kiten. Ja. Centaur überlebt das Ganze aber noch. Und der Tower fällt. XP. Hinten, Networth hat jetzt 10k übersprungen, macht 18 Minuten. Nicht das Ende der Welt, aber Northern Lines sind einiges voraus. Und wir finden hier einen Doom. Ups. Ich glaube, der wollte hier nicht sein. Doomt einfach mal den Lycan. Der wahrscheinlich aber nicht fallen. Ja. So, dann geht hier tatsächlich down. Versucht hier noch einfach mit dem Vladis das wieder hochzuheilen. Aber es reicht nicht ganz. Hätte vielleicht noch mit zwei mehr Hits tatsächlich noch das Nötige bekommen, aber na gut. Lycan committed suicide auch noch schön. Kein Deny, nein. Ich habe mich selber mit meinen Würfen gekillt. Brewmaster auf Agas. Wir wissen hier, dass das Spiel sehr, sehr weit mit Game geht. Von daher lohnt sich auch das Agas sehr. Tja. Zwei T2s stehen noch. Aegis ist weg. In 2 Minuten ist es wieder da. Mal schauen, ob sie auf Aegis warten. Oder ob sie hier vielleicht 4 Project One spielen werden. Und vielleicht einen an der Außentower angehen mit dem Team, während Lycan Oshan macht. Schöner Dodge mit dem... Ja, aber was eine Stampede. Damit kommt er tatsächlich sogar weg. Stampede, um den Jakiro zu retten. Oder tun sie das? Aber... Schöner Stun. Die Frage ist halt, ob der Stun noch rauskommt. Stun kommt noch raus. Deny! Oh! What place! Schön. Schön, 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 schön. Muss man schon einfach sagen. Gut gemacht. Deny für einen Wraith King. Für einen doppelten Wraith King. So, weil ich es hier gesehen habe. Nope. Keinen doppelten. Einen einfachen Wraith King. Und finden hier mal wieder einen Doom. Der hier einfach von einem Mystic Flare poppt. Ah, bitter. Die Kombo ist halt einfach sehr, sehr stark mit Centaur und Skywrath Mage. Sehr, sehr böse. 25:12 jetzt hier. Easy Kills, easy Money. Easy Space. Also wird es der Mitte T2 werden. Mit anscheinend einem Lycan, der ja nur so farmt. Na gut. Du bist wieder da. Stampede wird benutzt, um den
Bob einen Solo-Kill zu holen. Ach du meine Güte. War sie low? Nee, 1000 Damage dann. Volle Quop fällt einfach über den Center Wall, ne? Puh. Na gut. Also, Northern Lions gehen nach oben. Nachdem sie den Tower in Mitte ohne große Probleme geholt haben. Und jetzt ist der letzte außen T2 Tower dran. Während Lycan sein Ding tut. Ein bisschen mit der Bottomlane farmt. Necro 3 bald ready hat. Und in einem Minute in Russland respawnt, das ist kurz. Das ist sehr kurz. Und er hat auch schon die Wölfe hier drin, die das scouten. Von daher wird es wahrscheinlich zurückgehen, Roshan, und dann Highground nach knapp 3-24 Minuten gehen. Tja, letzter Tower down. Mal schauen, ob sie Highground gehen wollen. Oder ob sie doch auf Roshan warten. Sollten sie vielleicht aber tun. Auch weil sie zu viert Highground gehen, vielleicht nicht so die beste Idee ist. Aber Viper ist noch da. Vielleicht sogar einfach einen TP forcen. Oder einfach die Viper holen. Aber die wird einfach raus, die hin, einfach weil sie sieht, wer da kommt. Ja. Kein Basher, somit keine Chance. Schöner Wort. Schöner Wort, der sich hier definitiv auszahlt. Okay, wenn ich hier auf die Quop, die richtig schnell downgebürstet wird. Und es war jetzt auch schon ein richtig guter Trade. Auch wenn hier noch ein paar Supports down gehen. Wird hier hinterhergelaufen. Die Frage ist halt, ob vielleicht von hinten da ein Wraparound kommt. Und diese frustrierten Einzeichnungen hier unten zeigen so, verdammte Scheiße, er geht nicht aus der Map raus. Sitchers sind noch da. Oh, du musst benutzt werden als einziges, was irgendwie Range hat. Aber ich glaube eigentlich, Level Death hätte noch hier gereicht. Na gut. Viper wird gefunden. Was ganz bitter ist. Center Warner versuchen hier irgendwie down zu bekommen und schaffen das auch. In reasonable Zeit. Doom ist jetzt hier vielleicht ein bisschen... Nee. Center ist da nicht in der Position, ihn abzustauben. Außerdem hat er sich relativ weit hier hingezogen. Relativ weit in die Schatten geneigt. Und dann nicht gesehen worden. So. Lycan wird wahrscheinlich gleich mal nach Roshan gucken. Der ist schon wieder da. Und dann wird das das Anfang vom Ende für Valhalla sein. So sieht es aus. Das ist halt irgendwie, was mir hier auffällt, ist, dass es interessant ist, dass die Spiele, dadurch, dass die Roche-Position von hier auf hier unten verlegt wurde, ist es natürlich so, dass jetzt da ja nicht mehr so den Vorteil hat. Was ich geführt habe, ist, dass Roshan eindeutiger geworden ist, finde ich. Also es gibt weniger Contests irgendwie hier als vorher. Vorher ist dann irgendwie jemand reingegangen und dann hat man direkt versucht zu contesten, kam relativ nah dran. Hier ist es doch schon eher, dass Roshan nur noch angegangen wird, wenn er wirklich sicher ist. Weil wir doch irgendwie weniger Roche-Fats haben als sonst. Paradox wird wieder angegangen und fällt wieder zur gleichen Combo, wie auch schon die zweimal vorher. Bitter, bitter, bitter. Wraithkin hat hier Regeneration, würde sie aber ungern poppen. Aber Icebuff auf Target, schön gejuckt. Roshan geht down von Lycan. Und eventuell, ja, wird es hier schon gepoppt. Keine Stampede, Phantom XP. Der jetzt hier sich einfach zurückziehen wird. Und danach in Ruhe splitten kann. Und Valhalla muss jetzt hier hinterherlaufen. Einfach weil das halt alles ist, was sie hatten. Und Split ist da. Macht sogar das Greedy nochmal vorher klappen. Split ist da, Doom ist down. Und jetzt sind sie alle hier ein bisschen eng zusammen. Und Godlike für Phantom XP und Viper geht auch down. Das sind da wohl Rex und wird wahrscheinlich das GG sein. Puh. Show of Force von Northern Lions hier. Aber klar, Valhalla viel zu weit rausgechased. Haben wir doch viel zu weit leider auf den Brewmaster werfen müssen. Mit dem Doom. Was wir doch gesehen haben, okay. Wir müssen jetzt hier rein, sonst hat das keinen Sinn. Riverkill, for good measure nochmal die Quop gekillt und dann... Northern Lions holen hier ein 2-0, ein überragendes 2-0 gegen Valhalla raus. Und scheiden hier aus den ESL Athletic Fast Razor League Playoffs aus. Mit einer doch überzeugenden Gruppenphase. Aber hatten gegen den
muss man doch einfach sagen, Favoriten Northern Lions hier keine weitere Chance weiterzukommen. Nun gut, das beendet erstmal das Viertelfinale. Das Halbfinale scheint wohl, ja, scheint wohl Northern Lions gegen Orgorki zu werden. Das wird wahrscheinlich um 20 Uhr beginnen, so wie ich das kenne. Weil jetzt hier erstmal ein bisschen Pause gemacht wird. Oh. Nee, wait. Okay, es scheint, als ob es 1-1 bei Rocky sieht, steht. Von daher, wenn wir sehen, Northern Lions gegen Swaggy Dudes oder Rocky Kitsune im nächsten Spiel in anderthalb Stunden wahrscheinlich. Seht ihr hier gleich im Stream oder einfach im nächsten Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Spiel im Halbfinale des ESL ThinkFast, der ESL ThinkFast Razor League in den Playoffs. Bis dann, auf Wiedersehen.